Wunderschönen guten Tag, hier wieder die Fitmacher, heute zum Thema Morgenessen. Für mich ist immer noch das Morgenessen das Wichtigste vom Tag. Schau, dass du ein gutes zu Morgen hast, das dich wirklich lang satt behaltet. Meine Empfehlung hier ist ein Müsli. Weil in einem Müsli hast du Ballaststoffe, du hast die gesunden Kohlenhydrate, die dich lang satt behalten, wo der Zucker langsam ins Blut geht, wo du durch das lang satt bist. Am einfachsten ist, wenn du dir Haferflöckli kaufst, wenn die so in einem Glas, dann nehme ich am Morgen 60 bis 80 Gramm von denen in eine Schelle. Dann habe ich mir so eine Mischung gemacht mit verschiedenen Kernen. Und zwar habe ich die ganze Box mit denen auffüllen. Da sind Flohsamen drin, sind Chiasamen drin, Sonnenblumenkernen. Und dann haben wir noch Leinsamen. Und was ich jetzt nicht mehr habe, sind noch Kürbiskerne und die sind sehr, sehr gut. Du die Sämli nehmen, die für dich stimmen, die dir schmecken. Es sind im Prinzip alle gesund. Ich schaue, dass du nicht zuerst einweichen musst. Also Leinsamen zum Beispiel, die geschälten nehmen, nicht die ganzen, weil die kannst du so nicht wirklich gut verdauen. Und mit diesem Päckchen hast du dann eine geballte Ladung von Ballaststoffen, Vitaminen und Kohlenhydraten. Dann habe ich ein Glas mit Weinbeere drin. Und ich habe auch noch ein paar Beeren im Kühlschrank, gefrorene Beeren, die ich dann am Abend auftaue, damit ich die am Morgen ins Müsli tun kann. Und dann, für mich noch ganz wichtig, ein bisschen Honig, nicht allzu viel. Honig ist natürlich auch im Prinzip einfach Zucker, darum in Massen geniessen. Dann, ich habe hier einen Riesenkübel Protein, also schaue noch irgendwie für ein hochwertiges Proteinpulver und nimm einen Löffel noch Protein dazu und dann hast du am Morgen auch Protein. Das Ganze kannst du entweder am Morgen quasi wegrühren oder natürlich schon am Abend vorher. Ich tue das dann mit Naturjoghurt anrühren. Nimm nicht zuckerhaltig so gut, nimm Naturjoghurt, weil das natürlich viel gesünder ist und weniger Zucker hat. Genau, und du kannst das wie gesagt entweder am Abend vorher machen. Ich mache es so, dass ich am Abend das Müsli wegmache, aber noch ohne Joghurt. Und das tue ich erst am Morgen dazu. Und auch die aufgetauten Beeren tue ich dann erst dann dazu. Was du auch noch kannst machen, wenn du das gerne hast, Zimt. Ich tue immer noch ein bisschen Zimt drauf. Das gibt einen ganz tollen Geschmack. Und du kannst natürlich auch schauen, dass du jeden Morgen das gleiche Müsli hast. Du kannst einen mit Zimt, dann mit Beeren, einen mit Äpfeln. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Äpfelrapseln. Um die Schelle und dann alles drauf rauf. Und das ist sensationell zum Morgen. Das hätte ich bis am Mittag satt. Gute Kohlenhydrate, Protein hast. Das ist alles, was du brauchst. Was du auch noch kannst drin tun, das habe ich auch noch irgendwo. Voilà! Natürlich noch Nüsse. Nüsse kann ich auch noch drin tun, weil Nüsse hast du auch noch gute gesunde Fett. Du kannst Cashew nehmen und dann habe ich Cashew. Du kannst aber auch Haselnüsse. Nuss nach Belieben, nimm solche, die du gerne hast und nicht allzu viel. Also Nüsse sind sehr, sehr gut, allerdings natürlich auch ein bisschen fettig, darum nicht allzu viel, 2-3 Längen und dann hast du da einen tollen Start in den Tag. In diesem Sinne, sag mir, was du da davon haltest. Viel Spass, bis dann, ciao, tschüss, salut, die Fitmacher.